Herzlich willkommen zur 40. Folge. Oh, zu. Ich würde nicht mit dem Zug fahren. Drehen bald mal eine Runde. Ach, guck mal, warte mal, ich kann jetzt euch ja mal. Die auch mit Brennstoff versorgen. Nehmen das Auto mit. Weil damit können wir uns noch ein bisschen verteidigen. Könnte man mit Zug theoretisch auch, wenn man, weil der Zug hat ja auch einen Grit. Ja, hier müssen wir auch noch weiter bauen. Irgendwann mal. Nur das Ding hier. Hier ist es hin. Ach so, ihr sammelt euch. Jetzt wisst ihr nicht mehr wohin, ne? Bleibst du hier? So, damit haben wir auf jeden Fall jetzt in der Hinsicht mehr Luft. Ihr werdet wahrscheinlich damit reingehen. Das heißt, nach dahin sollten wir uns dann auf jeden Fall auch erweitern. So, und wenn die fortschrittliche Materialverarbeitung jetzt gleich durch ist, dann kommt da der neue Blueprint. Dann könnten wir ja jetzt eigentlich schon, um die Zeit zu überbrücken, mal das Zeug hier unten abbeißen. Das hier wird alles neu und anders und so. Stunden, bis das komplett weg ist. Öl 7000. Könntet ihr dann mal bitte? Zumindest erstmal das hier oben wegmachen. Und dann unter Umständen so, dass ich mein Auto mal wieder finde. Da ist mein Auto. Ach so. Man sollte nicht dagegen fahren. Eigentlich bräuchte man als erstes Kupferschmelze.
Die beiden Kupferfelder sind aber noch zu weit weg. An das Kupferfeld kommen wir auch nicht ran. Ja gut, da kommt jetzt zuerst eine Eisenschmelze, direkt daneben eine Stahlschmelze. Aufhören bitte. Genau deswegen sollte ich aufhören. Gut, dann haben wir keine Mondhagemaschine dabei. Dann machen wir es halt so. Dann haben wir ja jetzt auch noch deutlich mehr Power, ne? Dann können ja diese so hin. Könnte man nämlich dazwischen noch Beacons werfen. Die können richtig Axt machen dann. Also so richtig, richtig paxen. Brauchen wir schon das Landfill. Das haben wir ein bisschen Platz im Kofferraum kriegen. Ich glaube, wir brauchen nicht ein bisschen mehr Platz im Kofferraum.
Die Belagerer schon geändert? Hatten wir schon. So, was sagt der Timer jetzt? Achtundfünfzig können wir damit bauen erstmal. Die waren gar nicht 2x2, die waren 3x3, ne? Sind 3x3. Die Beacons, glaube ich, auch. Sie kopiert, passt das. Wollte gerade sagen, keine Lust zu arbeiten, ja. Ja, hier stimmt, die können gleich auch bauen, ja. Na los. Ach, das machen sie erst da unten wieder. Och, Leute. Wie sieht's aus? Arbeiten noch dran, ne? Na komm. Habt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Was fehlt?
Und das ist dann für einen Strang, ne? Oh, hier ist auch noch so. Fehlt mir jetzt schon wieder nicht, ne? Muss halt einmal darüber. So. Daher geht es auch nicht. Dann machen wir die einfache Lösung. Strom auf. Jetzt müssen wir auf alle Fälle den. Auf alle Fälle die Tankstelle noch irgendwo hinsetzen. Die sollten mal im Bett. Ich glaube, ich habe aber Train Fuel Stock hier nicht drauf, ne? Doch, habe ich. Das ist Plastik. Das wollen wir nicht. Wir brauchen Eisen. Das ist der Woche. Stop. Mit dem Train Fuel hier irgendwie rausbekommen.
Zweimal, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt das Ding. Was war das jetzt? Fortgeschrittene Ölverarbeitung. Echt jetzt? Machen wir zum Fuelstop. Wir müssen da mal ganz kurz was testen. Aber ich glaube, der Zug ist jetzt schon deutlich schneller geworden. Wird nicht rausgeladen, weil ein jemand. Vergessen hat, dass da unter Umständen auch noch Ausladegerät rein muss. Schauen wir ganz kurz noch da. Verdammt zum Fuelstop, bitte. Wir müssen noch mal gucken, ob das funktioniert. Belädt er nicht. Gut, dann belädt er ihn halt nicht. Gut, könntest du da mal bitte? Verdammte Hacke. Wo habe ich jetzt die Kiste hingestellt? Mit dem Motoren. Nicht mit dem Motor, mit den. Aber wie heißen sie denn jetzt? Habe ich den Zug geladen? Ich habe es den Zug geladen. Von der Anhänger hatte ich gar keine Dienst gebaut. Ich wollte Lokomotiven bauen, glaube ich.
Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Habt einen schicken Abend. Haut darin. Bis dann. Auf Wiedersehen.